Willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir sind immer noch vor der San Cordoba. Ein Ort, an dem wir einen Schatz übersehen haben, an den ich jetzt anscheinend ganz schlecht rankomme, weil ich vorhin hätte über Bord springen müssen. Der ist da. Kommen wir da jetzt ran? Na gut, auf jeden Fall das Geheimnis der San Cordoba haben wir bereits gelüftet. Es handelt sich um extra lange Tauchen. Allerdings müssen wir dann wahrscheinlich nochmal zurück zum Schiff und noch auf der anderen Seite über Bord springen, um da ranzukommen, so wie es aussieht. Zum Schiffsnamen habe ich nichts gefunden. San Cordoba? Ja, wahrscheinlich immer nur ausgedacht. Haut doch mal in einen Google-Übersetzer rein, was Cordoba heißt. Oder einfach nur Cordoba. Weil San heißt ja einfach nur Heilige, oder nicht? Und die Entwickler haben einfach irgendeinen Namen genommen. Da sind wir übrigens wieder beim Tolkien-Problem. Wenn du so coole Namen haben willst, die halt irgendwie passen, stringent sind und irgendwie alles zusammengehört, dann musst du quasi erstmal einmal einen Abschluss machen in Sprache. Ah, danke, das war nicht sehr hilfreich. Würdest du dich bitte fallen lassen? Und dir nicht komplett ein Namenssystem ausdenken, wonach du das machst. Und damit alle Namen im Prinzip haben, gut, im Fall von Spanisch wäre es jetzt nicht so schwierig. Suchst du ja irgendeinen Heiligen aus, der am besten noch kein echtes Schiff hatte. Oder könntest du sogar ein historisches Schiff nehmen. Und die Geschichte ein bisschen ummünzen. Sind die irgendwie Strömungen oder warum ist das so schwierig hier? Ein Espada Ropera. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Oh, wir können Informationen finden. Blut. Schrift umknauft. An der Spitze. Dadurch, dass ich keinen richtigen Fokuspunkt zum Gucken habe, ist es halt doch echt dämlich von mir zu verlangen, dass ich irgendwas daran sehe. Also ich weiß, entweder ich beobachte gerade die Spitze oder da unten und am Knauf ist was oder vielleicht auch im Handschutz. Wer weiß das schon? Es macht nur Geräusche, wenn ich das Schwert so spitzes erst angucke, aber ich habe keine Ahnung. Also ich nehme an, es geht um dieses Logo da, aber ich sehe es halt. Die schartige Klinge deutet darauf hin, dass sie in etlichen Kämpfen zum Einsatz kam. Ah, no shit, Lara, ernsthaft? Das war jetzt das, was wir gesehen haben? Ich habe übrigens, wo wir gerade bei Klingen waren, neulich gelesen, dass so viele Schwerter, also die meisten eigentlich, die die Japaner eingesetzt haben im Zweiten Weltkrieg, dass das eigentlich auch eher so massenproduziertes Zeugs war und dass die jetzt nicht besonders wertvoll waren im Großen und Ganzen. Mittlerweile sind sie wertvoll, aber damals war das eigentlich ziemliches massenproduziertes Zeug. Die Katanas, die mitgeschleppt haben, die Offiziere, die waren eher so, naja. Wir haben die halt aus Tradition, aber eigentlich produzieren wir die jetzt in Masse, weil billig. Die da brauchen ja ein Ding. Toledo ist. Cordoba ist eine Stadt in Spanien, na bitte. Passt doch. Die heilige Cordoba. Alles da, haben wir geklärt. Wo bin ich hier gerade rausgesprungen? Ist doch egal, oder ich kann doch hier auch was springen, oder ohne mich umzubringen. Ah, kann ich. Ja. Dann nichts wie weg hier. Wir haben alles, oder? Ja. Okay. Dann können wir gehen. Und weiter uns auf den Spuren machen, das der Grund, warum wir eigentlich hier sind. Haben die eigentlich die Löcher hier eiskalt in die dicken Steinplatten geschossen? Naja, hier muss vorher schon ein richtiges Tor gewesen sein. Jetzt würde ja die Treppe keinen Sinn ergeben. Toledo ist immer noch ein Stahlort. Jetzt das bin ich natürlich komplett uninformiert über die Iberische Halbinsel. Was ist da so an... Wo zur Hölle kam ich hierher? Verdammt, ich hätte gerne eine Lokalkarte. Mann, wo kam ich denn hierher vorhin? Ja, weiß nicht. Es gibt ja in Spanien. Ach, hier mach ich. Es gibt ja auf jeden Fall Berge da. Das heißt, man kriegt da wahrscheinlich irgendwo Eisenerz her, nehme ich mal an. Durch den Spalte, ja, mit. Ach, leichte Verzögerung der Kommentare. Das ist natürlich auch die Frage, wie die Eisenqualität ist. Ich weiß zum Beispiel, dass der große Stahlerzeuger in Salzgitter, die Salzgitter AG, obwohl es da in der Region ziemlich große Eisenvorkommen gibt, nicht das Eisen von vor Ort benutzt, weil das ungeeignet ist, das ist unrein. Stattdessen wird das Eisenerz rangefahren. Aus Übersee? Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe da mal eine Führung mitgemacht. In der Salzgitter Flachstahl. Das ist eigentlich auch ganz interessant, ne? Das ist halt, obwohl du quasi in der Region wohnst, wo es Eisen gibt und das traditionell das Schwerzeug da steht, weil es halt sich anbietet, ich kann nichts glauben, was irgendwie relevant ist,
wird es halt trotzdem nicht das Eisen von dort genommen und geschürft. Ich könnte sogar so weit gehen und sagen, dass das wird sich quasi als taktische Reserve zurückgehalten. Weil es halt einfach schlechtere Qualität hat und aufwendiger wäre zu verarbeiten. Stattdessen nimmt man halt Stahl von woanders. Wenn der halt besser geht. Die Pyrenäen. Ja, aber das ist ja die Frage, haben die da Vorkommen? Also für Stahl brauchst du ja größtenteils Eisen und Kohle. Wenn es hier so weitergeht, finde ich echt nicht mehr den Weg raus. Also da kam ich her, hier kam ich her, also müsste das hier der Rückweg sein. Und dann bin ich hier geklettert, nehme ich an. Muss der hier irgendwie... Die Pyrenäen sind... Ja, ich weiß nicht, welche Berge das sind. Da ist eine größere Bergkette. Muss einfach nur noch umspringen, ne? Ja, Toledo südlich von Madrid. Das ist auch ein bisschen weiter weg. Na, wie weit das jetzt weg ist, ist relativ viel. Ja, da muss ja erstmal nur in die Biblia. Aber warum gerade Toledo? Wahrscheinlich, weil es ein Hafen ist, oder? Weil wenn du so größere Mengen an Zeug transportieren musst, wirst du das wahrscheinlich, entweder brauchst du Kanäle, Eisenbahn wurde erst später erfunden, nicht im 1600 auf jeden Fall. Und das heißt, der Transport bei Schiff ist wahrscheinlich die einzig gute Variante, irgendwie größere Mengen Zeug ranzukriegen. Kein Hafen? Ist Toledo nicht eine Hafenstadt? Bin ich jetzt komplett raus? Also bis vor 3 Sekunden hätte ich noch schwören können, Toledo ist eine Hafenstadt. Anscheinend ist dem nicht so. Toledo, wo ist das denn? Autonomregion Castilla Mancha ist Zentralspanien. Okay, ist in Zentralspanien. 70 Kilometer Södo um Madrid. Toledo, Gamla, Stadt Blef, nee, Opset, Panuesco, Weltsalis. Das sind UNESCO-Welterbe. Oh, das ist richtig dolle mittig. Scheiße, ich dachte, das wäre echt eine Hafenstadt. Mit welcher Stadt habe ich denn das verwechselt denn? Stadenliga paar höheren Strandrömer, Flottaio, Porn, coole Meter in Schiff, Atonomie, über Flöten, Somslatz, Staden, längs cool und pass auch Bilder. Ja, so gut ist mein Schwedisch nicht. Mein Handy ist immer noch auf Schwedisch. Und deswegen ist halt auch mein Wikipedia immer standardmäßig auf Schwedisch. Und mein Schwedisch ist gut genug, um zumindest die Hauptinformation meistens rauszuholen. Aber wenn es dann tiefer in den Artikel geht, bin ich raus, ne? So, und jetzt bin ich wieder da. Ach, ich bin immer noch nicht da, wo ich sein würde. Hui! Ein Toledo Salamanca, so ist das ja noch nicht. Also ich war fest der Meinung, dass Toledo eine Hafenstadt war. Aber das liegt ja absolut. Also es liegt so weit weg, wie du in Spanien nur von einer Hafenstadt liegen kannst, ne? Also bin ich jetzt hierher getaucht? Ich bin hierher getaucht, ne? Aber ich habe jetzt hier den Arten des Kaimans 2, weil ich einen Altar gelesen habe. Das heißt, das sollte jetzt ja absolut kein Problem sein, hier durchzutauchen, oder nicht? Und bin ich jetzt einfach nur schneller. Wie gut es sich wohl mit diesen Schuhen hier taucht? Ich habe ehrlich gesagt noch nie versucht, in meinem Leben irgendwie mit Schuhen zu schwimmen. Aber ich so darüber nachdenke, kann es eigentlich gar nicht so viel schlimmer sein, oder? Also im Großen und Ganzen. So dolle ergonomisch paddelst du mit Schuhen nicht. Ich gucke zumindest gerade, ob ich mit einmal Luft durchkomme. Und ja, ich komme mit einmal Luft durch. Das ist eine Geografiestunde. Ich habe Geo tatsächlich abgewählt. So, hier brauche ich die Schrotflüsse. Naja, damals in der Schule. Ich habe mich für... Also damals in meiner Schulbildung war es so, da hat es halt... Ich glaube, ich habe Sozialkunde genommen. Die Entscheidung war, glaube ich, Geo oder Sozialkunde. Das war nur mal dumme Entscheidung. Das heißt, wenn halt dich irgendwie für zwei Sachen gleichzeitig interessiert, hättest du echt doof abgeschnitten. Zwischendurch gab es noch die Entscheidung, ob du Bio... Genau, das war eine andere Entscheidung. Du konntest Bio, Chemie und Physik. Du musstest eins abwählen. Und ich habe wieder besseren Verstandes, habe ich mich gegen Biologie entschieden. Was im Nachhinein total dumm war, weil in Bio hatte ich die besseren Noten als in Chemie. Und Chemie hat mich dann eigentlich immer ganz schön geärgert. Ich war nicht gut in Chemie. Schuhe sind kacke beim Schwimmen. Achso, gute Nacht mal. So. Ah ja, da wollen wir mal hin. Wo ist das? Das wäre, glaube ich, auf der anderen Seite auch ziemlich langweilig, wenn Lara Croft immer mit übelst Ausrüstung um durch die Gegend laufen würde, ne? Manchmal
Manchmal überlege ich mir, ob ich für Spiele doch nochmal eine Silent-Tastatur kaufe oder so. Ja. Damit man halt meine Tastatur nicht hört. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine gewisse Authentizität, ne? Es ist ja kein kommentiertes Gameplay. Also voraufgenommen und das ist kein Conquistadore. Hallo? Ich nehme mich stark an, dass die Typen tot waren, bevor sie aufgepiept wurden. Ich kann mir zumindest kein Szenario vorstellen, wo die Typen so verändert sind. Noch mehr von den Typen. Ach, hier sind wir. Das ähnelt ein bisschen von dem Berg, was Lara gemacht hat, ne? Ist ja doch dieser einen Typen, die sich gegriffen hat, hat sie doch genau so eigentlich auch hingerichtet. Oh, ein Lagerfeuer. Den sein Funkgerät noch gut ist? Für seine Schuhe noch einen guten Preis kriegen? Zenote Tempelruine. Nichts Neues? Oh. Also ich könnte aber zumindest mal über die Fähigkeit nochmal kurz gucken. Genau, jetzt habe ich Atem des Keimann 1. Und das, ach ja, genau. Das Kombot mit den Stapelt. Okay. Also das hat sich zumindest in der Hinsicht jetzt gelohnt, dass wir uns wahrscheinlich um Atem keine Sorgen mehr machen müssen. Gemütliches Rumhängen. Ach ja, ich habe sogar 2 Fähigkeitspunkte. Das kann ich eh nicht, aber... Ja, es... Der Sturzschaden wäre halt irgendwie relevanter, wenn du halt mal öffnen mal... Das bringt mir halt alles nichts. Möchte effektiv... Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich hier noch leveln kann, was ihm irgendwie sinnig erscheint, hier diese Effektivität von diesem Wahrnehmungszeug zu erhöhen. Ja, oder das hier nach einem Lautoskill hast du... Kann ich hier noch das hier... Ausdauerkräuter und der Lindenschaden von... Das ist vielleicht noch ganz interessant. Echt? Dafür brauche ich die Schrotflinte. Da komme ich nur mit einer größeren Waffe durch. Hat dir vielleicht einer der Leichen durch Zufall eine Schrotflinte auf Tasche? Naja, das wollte ich eigentlich nicht. Guck mal, die haben ja sogar die Schrotflintenschellen an der Uniform dran. Schrotflinte? Kann ich den guten Mann hier runterschneiden? Ah ja. Der hat bestimmt die Schrotflinte auf Tasche, oder? Haha! Standard Pumpgun der Trinity-Truppe, gut balanciert in jeder Situation die verlässlich. Trinity-Soldaten sein. Die von weiter weg? Egal, ich habe eine neue Waffe, die ich leveln kann. Machen wir das mal. Ich werde zwar die Schrotflinte erfahrungsgemäß nie... Oh, das ist... Was? Bischof 600... Was ist denn die Gold-Edition? Warum habe ich denn die Gold-Edition? Also ich würde, also die Gold-Edition, das ist, da kann ich diskutieren. Flüsternde Plage. Ein schallgenervter Schrotflinte legt sie um. Was? Die kann ich nicht leveln. Aber die sind in jeder Hinsicht besser. Ich finde diese Vorbesteller... Doppellaufschrotflinte, wenn ich immer kenne. Ich finde diese DLC-Dinger, bzw. Pay-to-Win-Teile im Singleplayer-Spiel absolut unbotmäßig. Okay, wir nehmen die goldene Schrotflinte mit. Weil die ist ja an sich die gleiche Waffe. Ich kann echt alles leveln? Ne, leider nicht. Na gut, stabilisiert die Waffe ist mir auch hier. Oder macht die mehr Schaden? Na, das ist genau das gleiche Ding. Dann können wir die auch mitnehmen. Dann nehme ich die goldene Schrotflinte mit. Aus Prinzip. Juni. Dann gehen wir wieder zurück. Gibt es irgendwie einen Shortcut oder muss ich das jetzt hier... In der Tat, das ist quasi ein Shortcut, weil ich wieder runterspringen kann, ne? Obwohl, ich komme, glaube ich, nicht so einfach wieder zurück, da wo ich herkam. Mist. Obwohl doch, an anderer Seite. Golden Schrotflinte, wie dekadent. Ach. Jeder muss ein bisschen Luxus haben. Es gibt übrigens...
Das hatte ich schon mal erzählt, ne? Die Erklärung dafür, warum Lara eigentlich nicht unendlich Geld hat, weil sie doch eigentlich aus reichen Hause ist. Die Erklärung gibt es tatsächlich in den einen... Okay, das war jetzt nicht so geil. Gibt es tatsächlich in den VR-DLC. Ich glaube, das kannst du auch normal spielen von Lara Croft. Ich hätte mir das mal angeguckt. Das ist so ein bisschen auf die HD Vive ausgelegt. Das macht das relativ wenig Spaß, das mit dem Index zu spielen. Aber ich könnte da quasi noch so ein kleines Adventure in VR spielen für Lara Croft. Das mache ich aber demnächst auch noch. Ich glaube, ich generell noch bei Tomb Raider. Reise auf Tomb Raider noch ein paar Sachen übersehen. Da hatte ich ja noch ein paar mehr DLCs, die ich irgendwie komplett ignoriert habe. Leute, ob sie die Angriffe mit Jade griffen. Auch mal für diese, wann haben sie den Typen hier alle hingeschleppt? Das dauert ja auch Zeit, ne? Man jetzt so ein paar Leute hinzutrapieren, das jetzt. Das geht ja nicht sofort. Und die halten nicht an und greifen uns an. Was sind das eigentlich für Rattenmänner? Sind die wirklich so klein? Das sind Menschen, oder? Scheiße! Sehr komisch aussehende Menschen. Wow. Ganz schön widerstandsfähige Menschen auf jeden Fall. Ups. Echt jetzt? Mein Herr, wurde sie bitte... Noch einer? Warte mal, ich hab doch hier noch meinen... Okay, das war meine Pistolen. Gut, dass ich vorher Munition gelevelt habe. Ach komm, hier liegt ja Munition rum. Yay, yeah, Sturm der Munition. Aua. Oh. Das haben die Trinity-Typen nicht... Ja, dann lass mich doch mal erstmal Munition suchen hier, Freunde. Das ist ja... Oh, hier ist noch mehr. Okay. Es werden immer mehr. Ja, immer mehr kann es ja nicht werden. Man muss ja mal Schluss sein, ne? Habe ich keine Heilung mehr? Was? Die Typen halten drei schrumpfende Schüsse in den Kopf aus, ne? Ah, ne, okay, wenn man es richtig trifft, dann halten sie nur zwei. Was sind die denn alle? Wie viele sind das? Viel zu viele für meinen Geschmack. Kein Mensch. Okay, jetzt wäre es natürlich ganz gut gewesen, wenn ich voll gelevelt hätte. Hat die hier aber nochmal explosiv voll? Oh, das war natürlich nicht so geil. Gibt es hier noch mehr Munition eigentlich? Also mit Bogen werden die auf jeden Fall keinen Spaß hier, die Typen, ne? Schnell. Haben wir es dann? Nichts wie weg. Nee, nee, wir müssen die erstmal noch plündern. Die haben ja schon gutes Zeug bei. Ich hätte es mir wahrscheinlich wesentlich einfacher machen können, wenn ich vorher auf die Dings geschossen hätte, oder? Hallo, Herr Fuchs. Komische Typen. Okay, an Heilung wird es hier anscheinend nie gescheitert. Die haben ja so viel Zeug bei. Aber leider keine Munition. Das ist ein bisschen schade, weil mit Pfeil und Bogen die Typen zu bekämpfen wird bestimmt nicht ganz so einfach.
Vermute ich mal. Na gut, unabhängig davon, würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.